Die Türsteher kann ich gar nicht befummeln, oder was? Schild der? Ich weiß es nicht. Klatschen wir mal im System der Stadt rein. Ey, ich muss ja sagen, für ein System neu startet, ich denke immer, das System bootet neu, aber es stirbt einfach. Auch nicht schlecht. Jetzt shit. Natürlich bereichern wir uns noch ein bisschen, ne? Das soll uns ja, das soll sich ja auch lohnen für uns. Aber hier wird das Gespräch Jack und Wilson. Wilson, lange nicht geredet. Die Sache ist die, war auf meinem letzten Job ein wenig zu enthusiastisch und hast mir echt mit vielen Leuten verschissen. Habe ich gehört. Auch was Großes, falls irgendwer auf dumme Ideen kommt, wenn du verstehst. Hast du eine MK31 oder eine SOR22 rumliegen? Falls ja, nehme ich sie. Mir egal, ob sie gebraucht ist, solange sie tut, was sie soll. Ich kann bezahlen, keine Sorge, ich will nur auf Nummer sicher gehen. Okay, ich guck mal. Ja, hat jetzt nicht so viel gebracht, ne? Soll die Leiche irgendwo hintragen? Türsteher. Das ist ja mega. Soll ich denn das jetzt machen? Nicht nur einer, ne? Kann doch hier nicht mit der Leiche auf der Schulter ausspazieren. Ich kann ihn aber auch nirgendwo. Kann ich da hoch? Ja, das kann ich aber ganz, ganz entspannt noch vergessen. Wo soll die Leiche denn hin? Keine Ahnung, wo die hin soll. Auftrag. Hey Mikey, hör zu. Mir sitzt diese Firma im Nacken. Soundpout heißt die. Die haben ja diese dreckigen Subwoofer verkauft, die mehr quietschen als die Chromknie von einer Nutter in Watson. Und jetzt behaupten die Ärsche, ich hätte nicht dafür bezahlt. Drohen mir mit deinem Schuldeneintreiber und so. Kannst du bei denen im Büro vorbeigehen und ihnen sagen, dass sie sich lieber gegenseitig die Eier lecken sollen, als mich zu nerven? Ich würde es ja selber machen, aber ich muss mich eine Weile bedeckt halten. Oh, und kein Wort über das hier zu niemandem. Vor allem nicht Dino. Dem Spaß vertraue ich nicht mehr. Lass es mich wissen, ob du es übernimmst. Ich lasse auch ordentlich Eddie springen. Tut mir leid, Jack, aber ich habe eben einen anderen Auftrag reinbekommen, der nicht warten kann. Muss diesmal leider Nein sagen. Viel Glück und ich hoffe, du findest wen, der dir mal zurechtstutzt. Tiny Mike. Bartolomea Mordellini. Meine Güte, Jackie Boy. Diesmal hast du dich wirklich selbst übertroffen. Ich sehe was, was du nicht siehst. Und das ist ein fettes Kopfgeld, das auf dich ausgesetzt wurde und einen Haufen Deppen, die es sich jetzt gerne holen würden. Ich weiß, runtergekommen ist übel, also versuche ich dir das Warten mit einem kleinen Geschenk. Einmal, runterkommen ist übel. Einmal schniefen und der Tag ist vorbei. Zweimal schniefen, eine ganze Woche. Das ist, als würde man vorspulen. Nur hat man mehr Spaß dabei. Mach dir keine Sorgen ums Geld, du kannst mich bezahlen, wenn die Lage sich beruhigt hat. Es gibt da ein paar Exemplare, die ich dir vorstellen will. Wenn du verstehst, was ich meine. Gönn dir ein wenig Ruhe, mein lieber Schum, und wir spielen später miteinander. Job. So, das haben wir ja vorhin schon gelesen. Jetzt muss ich mit dem Typen auf der Schulter hier rumeiern.
Durch den ganzen. Mega. Katzen sind auch on point wieder. Musst du jetzt hier oben rumlaufen? So, was ist denn, wenn ich einen Kurzschluss mache? Money. Da stehen halt fünf Türsteher rum. Wie soll ich denn die jetzt irgendwie. Alle. Oh, den hat's umgepfeffert. Jetzt die Frage: Ist da noch einer? Lyrian, was willst. Was machst du denn da? Nein. Nein, du legst dich da nicht hin. Geh da rüber. Da kannst du dich hinlegen. Das hier schiebt er meine Monitor durch die Gegend. Ich glaube, es hackt. Hier, das ist, glaube ich, eine Etage über mir. Komme ich hier raus? Mein Kumpel ist nur besoffen. Beruhigt euch. So. Einfach mal dem Exit folgen. Alles klar. Nichts mit Exit. Den kann ich gleich neu starten. Ah, es sind zwei. Das ist schon wieder mega. Hinterfotziger Hurensohn, zeig dich! Da geht gleich das Licht aus. So, einer von zwei. Ihn nicht überzeugt. Ah ja. Okay, das ist normal. Ich wollte es ja normal klären, aber. Na komm. Zeig das Gesicht. Nein, 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 nicht so. Bewegung! Los! So, das ist nicht wert, würde ich behaupten. Ja toll, jetzt habe ich eine Zugangskarte bekommen, die ich natürlich übelst brauche. Ganz schnell weg hier. Gott, ey, die haben vielleicht Probleme. Alles sneaky gemacht, den Typen unter die Erde gebracht, um die Ecke gebracht, mehr oder weniger, kann man sagen. Und dann soll ich den hier raustragen, Alter, ernsthaft? Und jetzt beschwert er sich hoffentlich noch. Im Ernst, Respekt. Auftrag ist erledigt und du kriegst sofort deine Eddies.
So. Hätte auch besser laufen können. Da gibt man sich mal alle Mühe und dann geht's trotzdem nicht. Wie spät ist es denn? Es ist... Ist ein bisschen früh für sich irgendwie treffen. Bleibt denn eigentlich das Essen? Da bestellt man schon für 13 Uhr, dann kommen die Leute trotzdem nicht. Pünktlich. Nun denn. Was haben wir hier in der Nähe? Das kann ich machen, das muss ich Abend machen. Ach, hier haben wir noch einen Cyberpsycho. Die Gefahr ist mir zu hoch. Sagt ein Inventar. Ach. 800 Meter. Oh, ist schon weit. Jetzt nicht gedacht. Wie weit ist es da an? 900 Meter. Da hat sich um den Transport gekümmert, das ist ja mega. Ich fädel mich mal hier ein, wa? Ist das die Nebenmission von damals, wo ich hier so megamäßig auf den Sack gekriegt habe? Ich erinnere mich. Die Bullen, die Leute aufgemischt haben. Hast du ein Problem? Hier gibt's nichts zu sehen. Hau ab! Was ist hier los? Ist das dein erster Tag in Night City? Wonach sieht's denn aus? Verpiss dich, du Made! Lasst ihn in Ruhe. Siehst du die Marke hier? Dank der kann ich tun, was immer ich will. Oha. Dann gehen wir zu damals. Kann ich euch jetzt nämlich platt machen, ohne dass ihr mich platt macht. Easy. Da bin ich mir nicht so sicher. Ich glaube, ich darf keine Kopfschüsse machen. Kopfschüsse, dann überleben die auch. Polizeigewalt. Die haben mich das letzte Mal nämlich richtig, also das letzte Mal, die haben mich richtig weich gekloppt. Steh auf und erstrahl im Glanz, Konzernschwanz. Oh fuck! Scheiße. Ohne dich wäre ich jetzt. Danke. Die Firma hat dich geschickt. Falsch geraten.
Moment mal. Was willst du dann von mir? Die Wahrheit. Was wollten die Bullen von dir? Na, weiß ich nicht. Die haben irgendwas von einer Schlampe und Virtu gesagt. Als ich gefragt habe, was das mit mir zu tun hat, haben die auf mich eingeprügelt. Ich dachte, ich gehe drauf. Die Stadt geht echt den Bach runter. Wenn sogar die Polizei sowas grundlos und in der Öffentlichkeit macht. Vater. Mach schon. Verzieh dich. Wirklich? Aber einfach so? Du willst dafür gar nichts von mir? Nichts. Was? Das kaufe ich dir nicht ab. Du hast mir einfach nur zum Spaß geholfen? Pass mal auf. Gehört halt nicht jeder zu deinem Pack, du Sack. In Wirklichkeit habe ich nicht genug Skill, um sein Geld zu kriegen. Das habe ich, glaube ich, Level Up? Das sieht mir sehr nach Level Up aus. Nein, das ist nur ganz oben, der Balken. Okay. Was haben wir denn hier noch in der Nähe? Die Nebenmissionen poppen hier aus dem Boden wie Pilze im Wald, ne? Das ist doch nicht normal. Dann hier noch Aufträge. 3 Aufträge. 4, 5 Aufträge. Eigentlich 6. Hier geht's auch noch weiter. 7. Oh Mann. Daran kann ich mich erinnern, da habe ich ganz schön kassiert. Ne? Da hat den Totenkopf in meinem Schädel und ich dachte mir so, warum kann ich den nicht wegmachen? Das ist halt diese Softlock-Mechanik in den Spielen immer ein bisschen anstrengend. Wenn du halt gar keinen Schaden mehr machst an den Leuten. Weil die einfach ein Level zu weit oben sind. Der Splitter im Kopf eines Kuriers, der in der Leichenhalle eines Krematoriums liegt. Details anbei. Der nächste Fixer, ne? Ist immer der gleiche. Ich muss dich leider um einen kleinen Akt christlicher Sünde bitten. Das Stören der Totenruhe. Der Name der armen Sau ist Jim Grayer, hat instabile Splitter geschmuggelt, indem er sie sich selbst in den Kopf gesteckt hat. Leider ging genau das bei dem letzten Tour schief. Ein Demon ist aus seinem kleinen Käfig entkommen und hat Grayers Hirn gerüstet. Jetzt liegt dieser Jim Grayer, also zusammen mit dem Splitter meines Klienten, im Bestattungsunternehmen La Katrina. Geh ins La Katrina, finde Grays Leichnam und schnappt den Splitter, bevor er zur Asche verwandelt wird. Also vorsichtig, der Besitzer des Krematoriums steckt mit den Valentinos unter einer Decke. Dort werden die nämlich ihre Leichen los. Eine falsche Bewegung und du landest auch im Feuer. Ja, mega. Wenn das mal nicht geil klingt. So, was ist denn jetzt hier? Stellungen. Vor 2 Stunden. Wir sind bald da, okay. Das ist schon mal nett. Gut, dann gucken wir doch mal hier rein. Kann ich einfach da rein marschieren? Was soll das da für welche? Die Valentinos, okay. Mann, Lyrian, klapp den Schwanz runter, wenn du hier langrollst. Ziehst mir jedes Mal das Mic von der Fresse weg. Okay, ich muss da rein. Ja? Und jetzt soll ich dir Leichen finden?
ich gehöre zur Familie Greyer. Ich möchte den Leichnam sehen. Ich fürchte, das ist nicht möglich. Nur Mitarbeiter haben Zugang zur Leichenhalle. Wie geht's? Hey, habt ihr Sonderangebote? Kommt drauf an. Möchtest du jemanden einäschern? Oder ist es für dich selbst? Bisschen zu früh für mich. Selbst in meinem Alter. So, dann gehen wir doch mal in die Leichenhalle, ne? Alberto, ich vermisse war ein außergewöhnlicher Mann. Du fehlst mir. Wahrlich. In schweren Zeiten war er gefasst und demütig. In guten erhellte sein Lächeln die Welt. Wie komme ich da rein? Nehmen wir Abschied. Möchte da rein? Gibt es zwei Eingänge? Ah, kann ich das irgendwie unauffällig machen? Ach ja, hier, guck mal, da wollte ich doch eigentlich rein. Mist, das ist nicht die Kammer, die ich wollte. Bin ich noch unsichtbar? Was bedeutet das für Sie? Wie gut kennen Sie die Geschichte NCs? Wer war Richard Knight? Wie viele Stationen hat das NK-System? Habe ich mich hier umsonst? Die Antworten auf diese Fragen finden Sie unter der Adresse. Muss mal gucken, ob ich von draußen irgendwie reinkomme. Muss ja irgendwie möglich sein. Ne? Wäre lächerlich, wenn nicht. Erstmal verdienen wir mal ein bisschen Geld. So. Muss irgendwie zur BD kommen. Mega. So, ich wusste doch, es gibt einen Hintereingang. Muss ich mich nicht mal tarnen? Ich kann einfach reinmarschieren. Das war knappe Kiste. Wäre ich fast aufgeflogen. Hab ein bisschen Aufsehen erregt, weil ich den Dingens gerufen habe, den Aufzug. Nee, Quatsch, weil ich die Tür aufgemacht habe. So, die Leichenhalle ist ja dann irgendwo unten, ne? Vorher wissen sollen. Und nein. Chingada madre. Esto no está bien. Ich finde das auch immer super, dass das gar nicht auffällt, so. Die richtige Leiche suchen. So, hier steht einer. Können wir da rüber gucken? Ja. Habe ich hier eine Kamera drin?
Ich meine, gut, dass die keine Überwachungskamera hier haben. So, können wir uns wenigstens dann. Oder? Ja. Oh fuck. Noch eine Kamera. Die haben das doch bestimmt gesehen jetzt. Na gut, da können wir ne, auch hier alles mitnehmen. Wenn wir schon mal hier unten sind. Ich höre doch hier noch eine zweite Kamera, oder nicht? Nur eine Kamera hier haben. Wann sollen wir denn das machen? So, den Splitter haben wir. Jetzt müssen wir nur noch rauskommen. Das sollte eigentlich relativ easy sein. Diese... Hat er dem Knöllchen? Nee. Dieser... Dieser Tarnmodus ist halt so mega nice. So, was seid ihr für welche? Gangmitglied. Also ihr wollt gar nicht zu mir, ihr steht einfach nur rum. Okay. Das ist ja in Ordnung. Wäre kein Stress. Ich dachte, die wollten mich jetzt hier schon umprügeln. Auftrag abgeschlossen.